Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stüssel für euch. Heute wieder von der Ellerbach V2 im Privatumbau, unserem Realismus-Selbstversuch hier am Hofkneisel. Wir haben in der letzten Folge den Raps runtergenommen, ins Stroh abgelegt. Raps, Stroh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in der V1 verbaut ist. Ich bin mir auch nicht sicher, wann und ob die V2 kommt. Ich habe leider keine Informationen an der Stelle. Seid mir da bitte nicht böse. Ich weiß es nicht. Fragt da am besten bei Moosagrar nach. So, heißt aber, wir haben endlich unsere Strohballen und wir haben hier eine Ladung voll Raps drin. Jetzt haben wir einerseits das Thema, wenn wir in die Preisliste reinschauen. Gehe immer in die falsche Preisliste, ne? Die hier. Und zwar Raps. Und schauen uns hier die Preisänderungen an. Dann sehen wir, wir haben im November den Höchstsatz. Im November. Also, kurzum, nicht jetzt. Heißt, wir sollten das einlagern. Und ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher. Wir könnten auch einfach mal hier kurz reinschauen. Wir haben ja ein Silo erworben und platziert. Und zwar war das das Deuka, ne? Farmsilo, Silos für Getreide. Okay, das klingt doch nach einem Plan, würde ich sagen. Wir gehen in den Hof und versuchen, das einzulagern. Könnt ihr mir bitte daran erinnern, dass wir das im November verkaufen? Ich vergesse es doch eh wieder. Ich kenne mich doch. Oh, wir haben da gar keine Plane drauf, sehe ich gerade. Wird und das Zeug um die Ohren fliegen. Ich glaube, ich kann es sogar hier rüber, ne? Ja, das ist unsere Zufahrt hinten her. Das ist ja ganz geschmackt. Mensch, da haben wir ja auch eine gute Feldauswahl getroffen. Hier auf der Ellerbach. Das freut mich ja super spitzemäßig. Ein wenig eng hier. Da haben wir unseren Grubber so ein bisschen beim Nachbarn gemogelt. So, ich glaube, in 2 Monaten müsste unser Silo dann auch soweit sein. So, jetzt ist na klar die Frage, wie gut ist der Trigger da vorne an diesem Silo? Machen wir mal ein bisschen runter erstmal. Und fahren mal so nah wie möglich ran. So, jetzt müssen wir schauen. Einerseits haben wir das Thema, dass wir die Triggermarkierung oft bekommen, wenn wir wieder frisch einsteigen und oder die Abkippseite nicht richtig gewählt haben. Das heißt, rein theoretisch hätte ich jetzt gesagt, auf der rechten Seite müssen wir abkippen. Ja, da lässt sich nichts abkippen. Was steht da drauf? Deuka Silo. Jetzt ist na klar die Frage, zählt Raps unter Getreide? Weiß es echt nicht. Lass mich mal zur Sicherheit noch kurz die Interaktionsmarkierungen anschauen. Also wir wären auf jeden Fall auf dem Abkipppunkt richtig vorhanden. Das heißt, wir kriegen das da nicht rein, wenn ich das richtig sehe. Ich drehe jetzt nochmal extra eine Ehrenrunde. Ich glaube aber, dass wir das da einfach nicht reinkriegen. Schade, dass da kein Übersichtssymbol war. Oder habe ich das gerade einfach nicht gesehen? Nee. Also wir haben das hier. In Silos wird Getreide gelagert. Wir haben es auf jeden Fall. Ja, wir wären auf jeden Fall im richtigen Trigger. Das passt soweit eigentlich schon. Ich fahre jetzt nochmal kurz raus. Außentrigger. Und nochmal rein zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Raps wird hier nicht angenommen. Okay. Houston, wir haben ein Problem. So, dann müssen wir uns das Ganze doch mal noch kurz anschauen. Und zwar, was haben wir denn? Das bräuchten wir ja irgend so ein Multifruchtsilo, oder? Ne? Ich bin ja Fan von so kleinen. Was haben wir hier? Ein Futtersilo. Wir haben hier ein Doppel Multi für 11.000. Das ist, glaube ich, Kartoffeln.
Getreide. Jetzt ist halt wieder die Frage, ne? Ist mir das zu spezifisch mit Getreide? Hier hätten wir halt wirklich Multifrucht. Da gehen wir auf Nummer sicher für 11.000. Wo könnten wir das hinplatzieren? Das könnte eventuell hier gehen. Und da wird es rein und auch rausgenommen. Das könnte gehen, pass auf. Ah, heute machen wir mal wieder eine Baufolge. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben hier noch unseren Wasserstutzen. Den nehmen wir mal weg. Da brauchen wir auch noch irgendwie ein geschicktes Plätzle. Ich weiß auch nicht. Da bin ich halt auch noch. Oh, das finde ich mein Laptop nie wieder. Wenn ich das doch an der Nähe schmeiße. Wir haben hier drüben so ein bisschen unsere Technik-Sachen. Ne? Da wäre halt so ein Regal mehr. Maxer, du hast doch so ein Regal drin. Warte mal. So, ich war gerade kurz beim Maxer auf dem Discord. Und da gibt es nämlich ein Regal. Das hat er schon aus dem 19er. Ach, genau, guck mal. So was habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Wir haben hier vorne, ne, unsere Gülle-Geschichte. Das heißt, wir wollen hier irgendwo das Regal hinmachen. Hier stört es am wenigsten im Händlerbereich. Den müssen wir mal ganz kurz noch wegmachen. So, Tools, das hier und dann kriegen wir das nämlich hier hinplatziert. Dann machen wir das noch so ein bisschen. Können wir das? Nein? Ja. So. Gut. Dann können wir nämlich das hier jetzt hoffentlich da einlagern. Und wenn das funktioniert, machen wir das drüben bei der BGA nämlich auch noch. Wie immer hilft's F1-Menü. So. Und dann kommt da bestimmt hier irgendwo einlagern oder so. Schlauch verstauen. Falscher Knopf. Oder? Was war da? Schlauch verstauen. Der Lagerplatz ist zu klein für einen 5-Meter-Schlauch. Okay. Das macht nichts. Denn, dann machen wir das so. Wir switchen da ganz kurz durch. Wir holen uns einen 5-Meter-Schlauch. Weil das ist mir wirklich wichtig, dass es zu jedem immer rumfährt. Das hier. Und dafür kommt diverses. Oh, jetzt haben wir da klar wieder ein Problem. 3 Meter, 3 Meter, 5 Meter. 5 Meter. Ja, die 5 Meter machen wir dann einfach mal weg. So. Jetzt haben wir da klar das Thema mit dem Schlauch. Das ist halt immer so ein bisschen buggy. Zurücksetzen. So, dann haben wir ihn schon wieder. Man weiß sich ja zu helfen, so ein bisschen, ne? Das können wir jetzt so machen und so. Und jetzt rechte Maustaste. Schlauch verstauen. Da, wo war's? Da. Zack. Okay, und wie holen wir den wieder raus? Linke Maustaste. Kriege ich den da oder unten rein? Das sah nämlich, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja, sehr schön. Cool. Das ist genehmigt, Maxer. Feine Sache. Ich hoffe, du bringst dein Zeug auch im 22er. Das ist einfach eine Bereicherung für alle. So, den hier machen wir auf die Rückseite. Da geht er auch am wenigsten im Weg rum. Und wenn wir eh schon dabei sind, räumen wir hier auch gleich auf. So. Da war hier noch ein Schlauch. Genau, das war die Kupplung. So. Und dann brauchen wir aber hier gleich nochmal so ein kurzes Stück. Das waren jetzt, wie viel haben wir jetzt da? Das sind die 2, genau. Und dann brauchen wir hier nochmal einen Standardschlauch. In 3 Meter. Kaufen. So. Bleib schon liegen. Zack. Und den packen wir da rein. So. Dann ist es so ein bisschen aufgeräumt. Ich liebe es. Gut. Ein Problem weniger. Jetzt kümmern wir uns aber um
unser Hofsilo. Die Mapper, Entschuldigung, die Mapper werden immer gefragt, warum platziert ihr keine Silos? Ich muss sagen, ich mache es mittlerweile auch gerne so, denn jeder hat irgendwo andere Bedürfnisse, wie ihr seht, und andere Wünsche. Und durch das Placeable-System kann sich das doch jeder selber platzieren. Ich weiß nicht, warum da manche immer so einen riesen Aufwasch drum machen. Das ist doch alles möglich mittlerweile. So, was ich dann halt immer mache zum Beispiel, ich speichere mir das Ganze erstmal ab, bevor ich was platziere. Das ist immer Gold wert, weil dann kannst du im Notfall nochmal raus und nochmal rein, wenn irgendwie was nicht so sein sollte, wie du dir das vorstellst. So, das heißt, wir können das hier reinpacken. Ich würde das gerne schon so ein bisschen hinten rein lümmeln lassen. So, dass es halt auch ein bisschen anständig aussieht, wisst ihr? Ich muss na klar auf die Höhe achten. Das dauert jetzt halt. Ich will mir da die Zeit nehmen. Na, wenn es einmal sitzt, dann sitzt's. Ich will da eigentlich nicht so hoch. Ich will da nicht immer so... Wisst ihr, wie ich meine? Das soll so weit wie möglich nach hinten, dass wir platzsparend sind. Vielleicht so, ne? Zack. Da haben wir es. Okay. Ich würde sagen, so lassen wir es jetzt erstmal. Und jetzt können wir hoffentlich das ganze Ding hier einlagern. Komme ich hier ums Karree rum? Loch zur. So, von der Anfahrt her ist es na klar nicht ideal, schon gar nicht, wenn die Mischplatte so voll ist. Aber wir können ja ein bisschen zurücksetzen, an dem wird es nicht scheitern. Die Frage ist bloß, funktioniert es? Oder haben wir hier wieder ein Geld verheizt? Na, ich muss nochmal... Am Muggersäckele muss ich noch näher ran. Ich glaube, die hat gar keinen Kornschieber dran, ne? So. Guck mal. Und das funktioniert schon mal zum Einlagern. Wo packt er das jetzt rein? Hier rechts. Das finde ich okay. Das ist in Ordnung. So. Dann machen wir gleich noch einen Screenshot. Dass man gleich sieht, wir haben hier eine Neuerung am Hof. Und haben wieder Geld ausgegeben. So. Also, das Thema Einlagern ist soweit erledigt. Das ist wunderbar. Ob sich das Ganze rentiert? Na klar, für 11 Euro, das... 11 Euro. Für 11 Euro, definitiv. Für 11.000 Euro. Langfristig wahrscheinlich schon, weil wir werden den Weizen auch einlagern. Der bringt aktuell auch nichts. Und dann gucken wir mal, was unser Nachbar gerade treibt. Der ist nämlich gerade schon am Weizen dreschen. Der macht es soweit ordentlich. Ich habe jetzt nichts mehr gehört. Er hat mir zurückgerufen. Ich könnte es einfach nicht. Ne? RP in allen Ehren. Ansgar zum Beispiel. Grüße gehen raus. Ich kann es nicht. Ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich da nur annähernd versuche, so ein bisschen RP reinzubringen. Das ist für mich so ein bisschen Fremdschämen. Ich kann es nicht. Ich kriege es einfach nicht hin. Deswegen muss ich mich da immer selber auslachen. Wenn ich das Ganze so ein bisschen versuche, ich glaube, der eine oder andere kann das ein wenig nachvollziehen. So, und dann sind wir nämlich hier links in unserem Weizenfeld. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wow, wow, du hast ja richtig angestrengt, mein Freund. Den lassen wir gleich hier stehen. Der hat sich aber sowas von einem rausgerissen. Ach so, weil ich vom Server runter bin, glaube ich, ne? Ja, ja, ja.
Ja, ich habe nichts gesagt. Aber es ist okay. Das wollen wir dann eh selber machen. So, einmal anschalten, anschalten. Guck mal, der hat die halbe Strecke hat er schon gefahren. Warum er da hier wieder rückwärts gefahren ist, das weiß nur er. Macht aber nichts. Wir können dann anschalten und wir machen die Strohablage erstmal aus. Denn wir machen uns hier wieder so ein kleines Vorgewinde. So, rein in die Möhre. Und dann holen wir den Weizen runter und dann geht's ans Strohpressen. Und in dem Sinn würde ich sagen, es war eine erfolgreiche Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das kostet dich nichts. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge hier von der Ellerbach. Bleibt anständig, bleibt sauber. 40.